Ich denke, dass wir der Sekte zu viel Macht geben, wenn wir diese Informationen wirklich herumtragen. Aber diejenigen unter uns, die etwas dagegen tun können, und dabei denke ich vor allem an die Kirchen, die eben für das Seelenheil der Menschen zuständig sind, die sollten nicht im Dunkel gelassen werden, dass hier jemand versucht, sie zu unterwandern. Ich spiele dieses Szenario gerade in meinem Kopf durch. Ich glaube nicht, dass die gesamte Paioskirche, denn wir wissen alle, Paios existiert, er wirkt mit seinen Wundern, mit seinem Karma durch seine Geweihte. Und wir kennen die Wunder von ihm und seinen Priestern. Sie sind existent. Ich weiß also, dass sie keine Erzdämonen sind. Beziehungsweise ich weiß, dass die Geweihten keine Paktierer sind, dass sie nicht böse sind. Dennoch, wenn wir dies an die Öffentlichkeit tragen und dem aventurischen Boten berichten, dann wird dies nicht nur Einfluss auf die Garreta-Kirche haben, sondern auch wenn diese keine Verantwortung daran tragen sollten, wird es dennoch die restliche Paioskirche vernichten. Nicht nur im Mittelreich, sondern auch im Horasreich, in Dobrien, sogar in Alanfa. Genau deswegen sind wir zu euch gekommen. Ihr seid die einzige Person, der wir mit so etwas trauen. Es handelt sich also zumindest schon einmal um das verborgene Wissen. Ob es nun aber verboten ist. Spielen wir einmal das andere Szenario durch. Wir tun nichts. Was passiert dann? Sie unterwandert die Kirche. Vermutlich weiterhin erfolgreich. Ich denke, dass sie vor 600 Jahren vermutlich deutlich mehr Macht haben, als sie heute haben. Entweder wollen sie diesen Zustand wiederherstellen oder ihre Macht noch erweitern. Sie haben viele aus ihren eigenen Reihen verloren, während der Schlacht und wahrscheinlich auch bei Werheim. Allerdings. Nun versuchen sie wieder an Macht zu gewinnen. Und wenn wir es geheim halten, nun bahnen wir ihnen den Weg, denn niemand weiß, dass sie sich vorsehen müssen. Und die Gefahr ist groß zu Zeiten der Not und der Verzweiflung, so wie jetzt. Die Menschen wenden sich dann gerne den einfachen Versprechungen zu. Wenn es herauskommt, dass der Begründer des Reiches diesem Kult angehörte, will das Mittelreich oft existieren. Wird Es würde Bürgerkrieg also, herrschen. würde tatsächlich nicht nur die Paioskirche vernichten, sondern auch das Mittelreich. Das kommt dazu. Wenn dies tatsächlich der Name von ihm ist. Ich Das glaube, Problem. allein die Mutmaßung, dass er es sein könnte, würde sogar ausreichen. Richtig, das ist das Problem. Wir Zweifel im könnten. Herzen der Geweihten, Zweifel im Herzen der Bürger. Wir könnten niemals das Gegenteil beweisen, ob er es war oder nicht. Aber sobald die Vermutung herrscht, hat jeder zukünftige Rebell, jeder, der sich jemals unabhängig erklären möchte, die Möglichkeit. Wir würden das Mittelreich niemals wieder stabilisieren können. Jeder würde argumentieren, dass er nur die Dienste der Götter tut, indem er gegen eine unheilige Linie vortritt. Ihr braucht keinen offenen Verrat, keinen Dolch im Rücken. Es reicht auch schon der Zweifel an der Rechtmäßigkeit. Es gibt vielleicht einen Mittelweg. Tragt ihn vor. Es muss gewarnt werden davor, dass es diesen Kult gibt und dass er versucht, die Kirche zu unterwandern. Zumindest die Kirchen müssen es wissen, um sich verteidigen zu können. Doch vielleicht sollte das Wissen um den Namen zensiert werden. Aber nur die Nur. Information, dass jemand die Kirchen unterwandert, ohne genaue Spezifikationen, ist doch keine neue Information, oder nicht? Die Erzdämonen versuchen doch schon immer, ihre dämonischen Diener auch zu verkleiden als Geweihte, als Diener der Natürlich Götter. versuchen sie das, doch jetzt können wir ihnen genauere Informationen geben, genauere Ziele geben, Was wissen die Ratten, denn? Die alles, wissen was sich gar nichts.
Wir haben keinen Namen, wir haben keine Informationen. Wir wissen weit mehr, als wir vorher wussten, oder? Wir fördern nur die Bespitzelung innerhalb der Kirchen. Die Zwietracht wird aufgehen. Die Saat, die dieser Erzdämon sät, wird aufgehen. Das fördert ihr damit. Also die Information Ratten ist nicht hilfreich. Es gibt überall Ratten. Und selbst die wir gefunden haben, hatten keine Rattenbisse, keine Ratten als Haustiere. Sie waren nicht besonders mit Ratten in irgendeiner Weise verbunden. Nein, gewisse Motive kann er natürlich schon erkennen. Also Phrasen, Beispiel, die in diesen Geschichten erkannt wurden. Und auch diese Opferbereitschaft, Selbstverstümmelung, bereitwillig in den Tod gehen. Ja, aber bereitwillig in den Tod gehen ist das Martyrium eines jeden gläubigen Geweihten, der bereit ist für seine Göttin oder seinen Gott zu sterben. Wir können ihm sagen, von welchen Werten diese Leute reden, was für Namen sie in den Mund nehmen, welche Sprüche sie benutzen, welche Gesprächsformen sie benutzen, alles das, was wir gehört haben, worauf man Acht geben muss, damit Leute erkennen können, wer versucht, andere zu verführen. Aber ihr teilt doch diese Information allen mit. Dem Moment, wo wir ihnen mitteilen, dass wir wissen, dass, ich denke mir jetzt einen Namen aus, dass Thorsten der Fehler ein Synonym ist für ihren falschen, für ihren Dämon. Und das ist jetzt ein Argument dafür, dass wir sie frei rumlaufen lassen sollen und ihnen frei gewähren lassen sollen, dass sie machen können, was sie wollen? Nein, wir geben Informationen preis, um sie in Zukunft zu jagen, und sie werden sich auch besser verstecken können vor uns. Und wenn wir sie nicht weitergeben, dann können sie sich trotzdem weiter verstecken und niemand kann sich dagegen wehren. Ich sage nur, dass wenn wir allen Kirchen und das Wissen mit allen teilen, ist das Wissen nichts mehr wert. Und wenn wir es nicht teilen, ist das Wissen auch nichts wert. Wenn wir das Wissen nur mit einem bestimmten Teil der Geweihtenschaft teilen, dem wir vertrauen können, vielleicht einem Teil der Hesinde. Aber ihr könnt niemandem vertrauen, weil ihr könnt jedes Mal das Argument bringen, dass nicht vertrauenswürdig ist. Ja, aber hört mir doch mal zu. Wenn ich 100 Leuten etwas erzähle oder ich erzähle 5 Leuten etwas, ja, auch in diesen 5 Leuten kann jemand sein. Aber es ist viel wahrscheinlicher, dass in den 100 Leuten jemand ist. Wenn die Kirche jemand eine Gruppe zusammenstellen würde, wir sollten die nach uns genau sowas vielleicht, Ausschau hält. Wir sollten uns vielleicht oben weiter unterhalten, denn zusammen mit diesem Trichter und den Worten, die ihr vorhin spracht, würde, falls dort oben jemand steht, uns hier belauschen können. Selbstverständlich, natürlich. Gehen wir uns also nach oben und unterhalten uns dort unter der Statue von Praius über das weitere Vorgehen und nicht inzwischen von 8 Statuen von Märtyrern, denen ich nicht mehr über den Weg traue. Sehr gut. Sollten wir noch die anderen Särge öffnen? In der eine Mumie ohne Hand und Arm, der anderen ein Tagebuch von Iliodane von Streitzig, die da ketzerisches Wissen mit uns teilt. Ich denke, ja, wir sollten die Sarkophage öffnen, das, was dort liegt, vernichten, ob es nun ein Priester-Kaiser ist oder nicht, aber ohne ein Boron-Geweihter zu sein, denke ich doch, dass Bruder Stygoma uns da zustimmen würde. Zudem kann es auch nicht schaden, wenn wir sowohl den Altar vernichten, als auch die Statuen einreißen, komplett unabhängig davon, wie wir mit dem Wissen umgehen, aber dieser Tempel sollte so oder so vernichtet werden. Gehen wir erst einmal nach oben. Sehr gut. 5 Minuten später steht hier ein paar Stockwerke weiter an dem Altar und könnt dann euch unter dem Antlitz der zerborstenen Praios-Statue weiter unterhalten. Ich bin immer noch dafür, dass wir das Wissen nur an entweder besonders vertrauenswürdige Hesindegeweihte weitergeben, die aktiv nach solchen Aussprechungen Ausschau halten. Wenn wir das Wissen, das wir haben, an alle weitergeben, werden die sich sowieso schon verstecken, nur noch besser verstecken können. Bringt nichts, wenn wir jetzt sagen, die sagen immer,
Thorsten, der Holzgräber, zu ihrem Dämon, weil dann werden sie es nicht mehr tun. Und dann ist die Information wertlos und alles, was wir gesammelt haben, alles, was, wo auch immer dieser Magier-Typi das her hatte, all dieses Wissen ist nichts mehr wert. Eine klassische Zwickmühle. Aus der kommen wir nicht heraus, egal wie wir es drehen oder wenden. Wir werden sie nicht alle erwischen. Das ja, richtig. Nicht deswegen. Schnell, nicht auf, wahrscheinlich auch nicht auf lange Sicht. Es wird ein ewiger Kampf werden, sie alle aufzuspüren. Doch das Ding ist, wenn nur ein einziger von ihnen erfährt, dass wir ihnen auf der Schliche sind, wissen es alle. Das wisst ihr nicht. Selbstverständlich. Woher wollt ihr denn wissen, wie gut die vernetzt sind? Wir haben es erlebt. Was habt ihr erlebt? Wo habt ihr die Information her, dass diese Menschen gut vernetzt sind? Also wir haben sie tatsächlich nur die Information. Sie konnten das alles hier organisieren, ohne dass irgendjemand das jemals mitgekriegt hat. Ja, aber das heißt nicht, dass sie gut vernetzt sind. Das heißt, dass sie sich im Geheimen vermutlich zwischen Einzelpersonen treffen. Das ist keine gute Vernetzung. 30 Namen auf der Platte innerhalb von 1700 Jahren? Gut, wir wissen nicht, wie viele dieser Namen wieder angenommen wurden. Ja, das mag richtig sein. Vielleicht gibt es auch noch andere Statuen, aber ich glaube nicht, dass dieser Kult so groß ist. Das glaube ich nun wahrlich nicht. Das wissen wir nicht. Wir haben einen Goldschmied eingefangen, einen Preioten, einen Rondrianer, 30 bekehrte Zeloten. Ah, ob die Zeloten, ich habe noch nie mit ihnen gesprochen, aber ob diese wahrlich Gläubige sind, vielleicht standen sie auch nur unter einem Einfluss. Vielleicht klingt dieser auch ab, das müsste man noch einmal verifizieren, aber ob diese Bauernopfer wahrlich mehr sind, wird die Zeit zeigen. Erstmal haben wir 3 Leute. Den Goldschmied, den Praioten und seine 2 anderen Brüder, die in der Stadt gestorben sind. Und dann den Rondrianer. Korrekt? Richtig. Bei 5. Aber der Rondrianer, obwohl er wusste, dass er der letzte von ihnen ist, war bereit zu sterben. Das bringt mich dazu, dass ich nicht glaube, dass er der Letzte ist. Wenn er wirklich der Letzte ist. Die Stadt zu übernehmen wurde geschmiedet, bevor der Priot gefallen ist und auch ausgeführt, nachdem er gefallen ist. Ja, ich denke nicht, dass er der Letzte ist. Das halte ich für unwahrscheinlich, weil sonst hätte er anders reagiert. Der Plan ist entweder immer noch aktiv oder die Mitglieder, die er entweder aktiv schützt oder von denen er auch gar nicht weiß, das wissen wir ja nicht, ich weiß nicht, was sie für einen Informationsaustausch haben, sind schon, verstecken sich. Das bringt uns aber alles nicht weiter. Wir brauchen jetzt eure Entscheidung, was wir mit diesem Wissen anfangen. Ich halte es für vernünftig, wenn das Wissen nicht an Hinz und Kunz weitergegeben wird. Ich finde es besser, wenn vertrauenswürdige Leute der Hesindekirche damit beauftragt würden, nach diesen Leuten Ausschau zu halten. Dass es also nur Eingeweihten die Informationen zugänglich gemacht wird und gegebenenfalls nach eurer Empfehlung, Euer Eminenz, auch andere Kirchen mit eingeweiht werden. Wenn denn von den anderen Kirchen etwas über ist. Kirchen werden so oder so wieder auferstehen. Die zahlreichen Toten sind bedauerlich, aber ich denke schon, dass ich einige Freunde in zahlreichen Jahren habe, denen ich vertraue. Und ebenso wird Bruder Stykoma dieses Wissen an seine Leute weitergeben können. Wir werden dieses Wissen sorgsam teilen. Vielleicht ein Hinweis. Diesen Leuten fehlten Teile ihrer Körper.
Dem Rondra-Geweihten fehlte ein Fuß. Dem Praeus-Geweihten fehlte eine Lunge. Sowohl Schatten als auch, ich habe gehört, dass es auch Namenlose gibt, die ihre Hautfarbe geopfert haben und seit hier als Albino herumlaufen. Das sind schon mal gute Anhaltspunkte. Einer unserer Kollegen ist anscheinend ein Experte dafür. Ist er Iolaus? Richtig. Ich werde ihn in den Tempel bestellen und mit Magister Iolaus darüber reden, wie wir das Wissen sorgsam gemeinsam mit Bruder Stygoma an die restlichen Kirchenvorstände bringen. Es muss langsam passieren und richtig. Reiß den Tempel dort unten ein, die Statuen, die Sarkophage, das, was dort drin liegt. Wir werden alles vernichten und euch dann Bericht erstatten, was wir noch alles gefunden haben und bereits vernichtet haben. Und ich denke, wir haben Arbeit. Habt vielen Dank, Euer Eminenz. Ihr habt uns sehr weitergeholfen. Nicht so viel, wie ich mir wünsche, aber eine klassische Zwickmühle. Jeder Schritt in egal welche Richtung ist falsch. Und ich denke, wir müssen die ersten Schritte tun, ansonsten werden wir niemals eine gute Möglichkeit finden. Richtig. Dann redet doch am besten einmal vielleicht nicht über diese Dinge, aber über die nächsten Schritte mit dem Rat der Helden. Rudolf ist ein guter Mann. Zalt auf Fosslerin könnt ihr ebenso vertrauen. Auch wenn er kein Kirchenmitglied ist, aber er wird fluchen und zetern und wettern, aber dennoch ist er vertrauenswürdig. Wenn ihr mir noch einmal durch die Balken und diesen Berg hier helft, dann werde ich den Rest wieder alleine zurückfinden. Dann müsst ihr mich nicht begleiten. Natürlich, ich werde euch führen. Und dann kabel mir. Reiche meine Hand. Ja, die andere reicht er dann Isarun. Ich bin froh, dass es so gekommen ist und nicht anders. Wie meint ihr? Ach, nichts. Habt ihr recht. Das hätte bestimmt schwer auf uns gelegen. Komm auf ihn. Wir haben Sachen zu zerstören. Ehrlich gesagt, werden wir Spitzhacken brauchen. Natürlich. Und Äxte. Was wollt ihr denn mit Äxten? Um die Beine der Statuen zu kappen. Ich denke, eine Axt ist besser als eine Spitzhacke. Das sind Metallstatuen. Nehmen wir eine Stahlaxt. Ja, da habt ihr nicht Unrecht, Besorgen wir uns Äxte und Spitzhacken. Ja, nach weiteren 3 Stunden der harten Arbeit könnt ihr wieder nach oben treten. Schwitzendes Gesicht, immer noch regnet es. Die Straßen werden immer voller und voller. Die Steine unterflutet, sodass ihr wahrlich mühsam dann wieder über die Straßen treten könnt, aber wenn ihr dann wieder nach oben tretet, aus der Noralexakralle heraus und all das, was ihr dort im Inneren gefunden habt, vernichtet habt, weitere Mumien, die ihr gefunden habt, die Goldstatuen, dann erst einmal die Beine gebrochen und dann nach und nach zertrümmert. Das müssen wir noch alles zu einem Hochofen schaffen. Was wollt ihr damit machen? Zu einem Hochofen schaffen. Damit es eingeschmolzen wird. Aber ich muss zugeben, es gibt nichts Spannenderes als eine Bücherverbrennung. Ich würde das ehrlich gesagt hier unten lassen ist auch schlecht. Ja. Nicht, dass es jemand wieder zusammensetzen kann. Ich weiß ehrlich gesagt nicht,
wie viel Einschmelzen bringt. Wir könnten es den Elementen wieder zuführen. Das heißt? Nun, wenn man einen Erzelementar beschwört und ihn bittet, das Gold wieder dem Leib Sumus zuzuführen. Das ist in letzter Zeit eure Antwort auf alles, oder, Abimir? Habt ihr einen besseren Vorschlag? Einschmelzen? Königswasser. Es bleibt trotzdem noch ketzerisches Gold. Richtig. Aber es verliert zumindest seine Form. Die Form ist dabei völlig egal. Das denke ich auch. Ob es eine Statue ist oder ein Barren ist. Dieser Erzdämon ist ein Feind aller anderen Dämonen. Wir könnten es mit einem Katapult in die Dämonenbrache schmeißen. Ich bin mir nicht sicher, was das für eine Wechselwirkung hätte, aber ich nehme an, keine, die uns gefallen würde. Ich fürchte auch. Wir könnten die Statue uns hacken, sie in einen von den Sarkophagen legen und danach hier alles einstürzen lassen. Dann würde es hier unten lagern, ja, aber das hat es auch schon für die letzten 600 Jahre. Ich denke, mir wäre wohler dabei, wenn wir zumindest die Statuen rausnehmen und sie einschmelzen, zumindest ihre Matrizen zerstören, sodass wir wissen, dass dort keine erzdämonische Präsenz mehr ist. Wir können ja beides tun. Wir schmelzen es ein und danach kann Abelmir seine Djinnentricks versuchen. Es ist nicht nötig, dieses Material einzuschmelzen. Gut, aber kann man hier unten also einen beschwören? Also ist das eine gute Idee? Nun, vielleicht nicht gerade unter einem Praias-Tempel, da habt ihr wohl recht, aber es wird sich schon eine vernünftige Stelle finden lassen. Vielleicht auch nicht so nahe der Kanalisation. Nachher ist das noch so ein Dreckselementar oder so. Das bringt so viel Spaß, Gold einzuschmelzen. Habt ihr damit Erfahrung gesammelt mit Dreckselementaren? Wissen die, dass ihr sie Dreckselementare nennt? Das frage ich mich auch. Wir reden hier über einen theoretischen Elementar. Ich dachte, das wären sehr edle Wesen, aber mir, die sehr schnell beleidigt sind. Ja, das sind sie, in der Tat. Aus diesem Grund werde ich auch nie wieder so ein Viech herbeirufen. Viech, aha. Naja. Ich erinnere gerne daran, dass ausgerechnet Abimir es war, der nicht wusste, wie man mit einem Teppich umgeht. Naja, vielleicht kennt man so etwas im Horasreich nicht. Ist ein Teppich. Da ist ein Djinn drin. Es ist trotzdem ein Teppich, aber vertiefen wir das Thema nicht. Ihr wisst schon, wie viel Kilo dieses Gold hier wiegt und wer von euch will das hier alles rausschleppen? Das sind 8 riesige, menschengroße Statuen. Das sind Tonnen? Ja. Tonnen haben wir? Nur nicht Tonnen. Ein großes Gewicht gebe ich zu, aber machbar. Wenn wir es schaffen könnten, diese Statuen so klein zu machen, dass wir sie durch den Schacht hochziehen könnten, würde uns das einige Arbeit erleichtern. Dann sind sie oben im Praios-Tempel. Und wir können sie von dort einfacher wegschaffen als jetzt durch die ganzen Treppenhäuser. Das ist richtig. Dann müssen wir uns vielleicht einen Karren besorgen, die draufladen und dann fortbringen. Ja, wir sollten uns eine, große Decke zulegen. Ich würde ungern mit einem Wagen voller Gold durch die Südstadt fahren. Ich habe schlechte Erfahrungen gesammelt. Sagt einmal, Rafim, war hier in der Nähe nicht dieses Lagerhaus oder war das weiter weg? Das am Ende vom Badeweg irgendwo da hinten. Ja, genau dort. Also, ich denke, da sollten wir nicht hinfahren. Außerdem, warum wollen wir das jetzt schon abtransportieren, wenn wir keine endgültige Lösung dafür haben? Oder könnt ihr so ein Erzdings da rufen, Abelmir? Oder den Praios-Tempel sicherlich nicht. Ja, ich meine, woanders. Und dann in den Praios-Tempel mitbringen? Das halte ich auch für eine dumme Idee. Nee, Junge, wenn wir das jetzt hier schon wegbringen, müssen wir es irgendwo anders lagern. Ja, deswegen lassen wir es erstmal hier. Ja gut. Wir wollen den Tempel zum Einsturz bringen. Ja, ob der jetzt heute einstürzt oder in 2 Tagen, das wird, glaube ich, dem Raten nicht fett machen. Ich denke auch. Das stimmt schon. Wir sollten aber trotzdem dafür sorgen, dass hier keine Kultisten mehr reingehen. Also irgendwie die Treppenhäuser.
versperren oder so, dass das erst freigeräumt werden müsste? Ich bin ehrlich gesagt der festen Überzeugung, dass wir entweder jemanden direkt hier vorab stellen müssten oder sie trotzdem noch Zugang haben, weil sie mit Sicherheit irgendwelche geheimen Eingänge in den Prios-Tempel haben. Also es würde mich wundern, bei so einem alten Tempel, dass irgendwie Zugänge aus der Kanalisation haben. Ich meine, wir haben sie ja fließen hören. Gut, was ist mit diesen Söldnern? Können wir welche davon abstellen? Ihr wollt Söldner bei diesen Goldstatuen lassen? Die werden uns die Scheiße aus dem Leib klauen. Wieso denn? Die müssen doch gar nicht hier runter. Aber wenn wir sie nicht... Wo wollte sie denn hinstellen? Wollte sie zu an den Treppenaufgang. Und sie meinen... Du meinst, sie bleiben dort und sind gar nicht neugierig, was da unten ist? Das weiß ich nicht. Ja. Also da unten liegen doch irgendwie 50 Sonnenzepter. Davon verlieren wir bestimmt mindestens eins pro Wachschicht. Wenn nicht sogar drei. Also ich würde keine Söldner hier zur Wachung abstellen. Was denn sonst? Ein Elementar? Nein. Wenn ihr eine habt? Vielleicht. Naja, ein Gardisten wird euch eh nicht schwierig. Ich weiß es nicht. Wir können ja Schichtbetrieb machen. Lasst uns das Zeug doch einfach abtransportieren. Und wohin dann damit? Bringen wir es halt in den Keller der Villa von meinem Onkel. Wie wär's, wenn in die neue Residenz oder die alte Residenz? Sie ist doch da in die Ecke. Ja, oder ja. Wir lagern das Ganze in der Folterkammer. Genau. Und wenn das Ganze immer noch dämonische Einflüsse versprüht? Wir könnten auch einfach mal in den Ingrim-Tempel direkt nördlich von uns gehen und schauen, wie weit der ist eingestürzt. Er ist eingestürzt, ja. Aber ob der Hochofen noch funktioniert. Ja, aber ja, sind genau, die da nicht. Aber die sind doch da gerade noch so mit Leben draus geklettert, weil sie Regenwasser trinken konnten. Glaubt ihr wirklich, dass da noch irgendwas brennt? So ein Hochofen das muss man doch nicht füttern. Wir können keine Ahnung, ich kenne mich mit Handwerk nicht so wir gut aus. Wir können hier mal umgucken. Schauen wir mal die vorbei. Hätten sicher ihren Spaß daran, so viel Gold einzuschmelzen. Ja, aber... Wir gehen jetzt raus aus der Sakrale, oder? Dann schadet es ja wohl auch nicht, da mal nachzuschauen, ob da was geht ja, oder nicht. Ja, aber ich bin noch mir nicht sicher, ob es gut ist, wenn wir das Zeug einschmelzen, weil wir vielleicht damit den Hochofen dämonisch vergiften. Ach, dann wird der Hochofen danach halt auch eingeschmolzen. Ja, nein, weil... Also dämonisches Material einschmelzen, ja, dieses dämonische Material einschmelzen, da bin ich mir nicht sicher, weil das ganze dämonische Material liegt auch unter einer Prios-Kirche und ist davon ebenfalls wenig beeindruckt. Wir müssen das Zeug loswerden, wir können es nicht einfach liegen lassen. Richtig, deswegen warten wir, bis Abel mir sein komisches Elementarding beschwört, dann macht das Elementarding das kaputt. Super. Und dafür müssen wir es trotzdem noch hier rausschaffen. Und der Ingram-Tempel wäre eine gute Möglichkeit, ein Elementar zu beschwören. Ja, könnt ihr denn jetzt gleich ein Elementar beschwören oder nicht? Ich brauche dafür noch etwas Ruhe. Was schätzt du denn? Wie lange Zauberkraft? Wie heißt das Sammeln? Keine Ahnung. Magie meinen sammeln? Astralkörper aufladen? Ja, das sammeln wir. Nun, ich schätze mal, 1 bis 2 Nächte werde ich wohl brauchen. Dann bin ich ehrlich dafür, dass wir es noch 1 bis 2 Nächte hier unten lagern. Ich bin nicht dafür, dass wir es hier lagern, wo bekanntermaßen Plünderer durchkommen. Ja, andererseits aber kommen überall Plünderer durch. Und hier ist es immerhin 25 Meter unter der Erde. Gut, also was haltet ihr davon, wenn wir einfach das Treppenhaus wieder verschütten und die ganzen Plünderer suchen dann oben in der Sakrale nach ihren Schätzen? Richtig, wir können ja ruhig 2 Männer irgendwie vor die Sakrale stellen, dass sie das da bewachen. Könnten wir nicht einfach das Siegel wieder zumauern? Sehe ich vielleicht aus wie ein Maurer? Nun, nicht ihr, vielleicht ein Handwerker, ein Ingram. Ja. Wie war das nochmal? So viele Leute dürfen hiervon nicht erfahren? Ach, wir nehmen irgendeinen Maurer. Ein Handwerker, der nur die oberste Ebene, die unterste Ebene versiegelt. Wir sind bei ihm, wenn er das tut. Und danach bringt ihr ihn um, oder was? Nein, er weiß nicht, was da unten ist. Ihr seid ganz schön inkonsequent. Was haltet ihr denn davon? Wir machen hier einfach wieder die Türen zu und dann stellen wir
mauern das Ganze wieder zu. Das kann doch nicht so schwierig sein da oben. Wir können ja einfach den oberen Zugang wieder zumauern. Und dann stellen wir einfach vor den Tempel zwei Typen von Reto. Und die sollen das bewachen. Und dann gib ihm. Könnte ich mitleben. Gut. Top, machen wir so. Sagt, ich hätte euch nicht gewarnt, wenn morgen früh eine Hand oder so fehlt. Ehrlich gesagt bin ich der festen Überzeugung, dass wenn die das hier rausschaffen wollen würden, die das schon gemacht hätten. Weil unsere Ermittlungen sind nicht gerade unauffällig, möchte ich sagen.